Alter, was geht ab, Leute? Hier? Video fängt an mit einem shiny Sonnenkern, Alter. Haha! Auch wenn man keine Shiny sammelt, über ein Shiny freut man sich doch. Exzellent. Ja, erfolgreiches Pflanzen-Event, Equinox-Event. Lunastein. Leider zu selten. Ich brauche allgemein noch einen Lunastein. Für Bonbons und für Lucky, aber. Ja. Aber ja, ein neuer Shiny am Start. Ich habe vor ein paar Tagen meine Shinies mal wieder gezeigt. Neues Update. Könnt ihr gerne abchecken. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich heute so machen werde, aber ihr werdet es erfahren. Nächster Tag. Ja, gestern ist an sich nichts mehr passiert. Ich habe das Shiny gefangen. Ich habe ein paar Gen gemacht. Ja, das ist das Problem, wenn ein schwaches Event läuft, wo man halt nicht allzu viel machen kann. Ich hatte mich noch gestern mit einem Typen getroffen. Ist ein Multi-Accounter. Multi-Accounter. Für meine Interviewreihe. Das Interessante ist halt, er spielt 16 Accounts. Ich meine, die meisten spielen 2. Ich kenne ein paar, die spielen 3 oder 4. Aber er hat 16 gespielt. Wollte ich ein Interview machen. Eigentlich war er auch interessiert, aber videotechnisch ging halt da nichts. Wollte er nicht aufgenommen werden. Wir haben trotzdem drüber geredet und ja, wären ein paar coole Antworten fürs Video gewesen, aber ja, findet leider nicht statt. Wollte einfach nicht sein. Passiert. Nicht jeder will vor die Kamera. Vor allem hat er Befürchtung, dass er gehatet wird dafür. An sich hat er eine korrekte Einstellung zu Multi-Accounten. Gesagt, er macht kein Agent platt, kauft sich nur die Münzen. Ich meine, es gibt ja momentan diesen viralen im Internet, diesen Opa, der so viele Accounts hat. Ich denke mal, er wäre nicht gehatet worden. Aber naja, auf jeden Fall, Quest Day, also heute ist erstmal C-Day. Aber keine Angst, Leute, kein Stress. Erst um 15 Uhr, also schlaft aus, esst noch was und dann könnt ihr langsam losgehen. Aber nächste Woche wurde neuer Quest Day angekündigt. Und jetzt können wir uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass jeden Monat ein Quest Day kommt. Es ist nicht Tangela. Tangela war meine Theorie, Shiny Tangela. Es ist, ja, nicht nur Lotozo, sondern auch Formio. Das ist so ein Wetterthema Quest Day. Aber aus den Quests kommt Lotozo mit Chance auf Shiny Lotozo. Zwei Sachen, die direkt auffallen. Erstens, das Event dauert nicht 3 Stunden, sondern ganze 9 Stunden. Von 11 bis 20 Uhr Ortszeit. Das haben die endlich mal geändert. Jetzt steht da, glaube ich, überall immer nur Ortszeit. Weil das hat die Leute echt verwirrt immer. Eure Meinung dazu, dass es halt 9 Stunden dauert. Jetzt kann man sich's einteilen. Ich meine, vor allem Quest Day und Sea Day wäre eine Menge geworden. Da haben sich schon ein paar Leute beschwert, ein bisschen gelitten. Das sind zu viele Events, ich kann mir nicht jede Woche Zeit nehmen dafür. Oder frei nehmen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, frei nehmen. Und dadurch, dass es halt von 11 bis 20 Uhr ist, selbst wenn du arbeitest, kannst du da nach deiner Arbeit noch ein bisschen was mitnehmen. Oder vor deiner Arbeit. Also, finde ich gut gemacht. Jeder kann so viel zocken, wie er will. Die Verrückten zocken einfach 9 Stunden. Alle anderen quetschen halt so viel rein, wie es geht. Auf jeden Fall sehr interessant und schön zu sehen, dass Niantic da ein bisschen was ausprobiert, ein bisschen auch auf die Community hört und da mal sowas macht. Das machen die ja auch jetzt hier mit dem 15 bis 18 Uhr beim C-Day. Direkt erstes Mal, dass sie das machen. Und mir schadet das negativ. Also negativ. Muss halt früher los und dementsprechend zocke ich halt nicht die ganzen vollen 3 Stunden vom Gekkabor C-Day. Aber das kann man verkaufen bei Gekkabor. Der Bonus ist jetzt auch nicht interessant für mich. Also, ja. Zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, kein Bonus. Beim letzten Mal gab es ja Staub. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es war Staubbonus. Und diesmal gibt's nix. Wäre aber auch krass gewesen, 9 Stunden. Dann hätten die Leute sich wieder verpflichtet gefühlt, die ganzen 9 Stunden durchzuzocken. Aber so finde ich es, glaube ich, ganz okay. Der Bonus muss nicht sein. Der Bonus war halt nett, damit man in den 3 Stunden noch was extra hat. Abgesehen davon gibt es eine neue Attacke. Meteorologe für Formio. Und Formio, wie gesagt, auch Shiny. Ich denke, wird ganz cool. Eure Meinung zum Quest Day und in die Kommentare. Ansonsten gehen wir jetzt noch ein bisschen über den C-Day. Wie immer, was heißt wie immer, letztes Mal habe ich es glaube ich nicht mehr gemacht, aber ein paar Zuschauer bestimmt, füge ich den Code, den String für die 100% WP in die Kommentare. Das könnt ihr einfach kopieren, eingeben und dann werden eure 100er rausgefiltert. Potenzielle 100er, falls ihr welche habt. Ansonsten vielleicht noch interessant für PvP. Alle Gekkabor bis 520 könnt ihr entwickeln und die könnt ihr dann für die unterste Liga verwenden. Da gibt es so einen Glaubegleich zwischen 520 und 572. Abhängig vom Level des Gekkabors könnte es die 1,5 halt überschreiten. Und dann von 572 WP, das sind Gekkabors für die zweite Liga mit maximal 2,5 WP. Garantierte 100er, Level 1, 14 WP. Level 30, 902 WP, aber nur ohne Wetterboost. Und mit Wetterboost 977 Level 35. Weil falls es Wetterboost gibt und ihr einen 902 fängt, könnte auch Level 32 sein mit miesen IV. Und der hätte auch 902 WP zum Beispiel. Deswegen 902 ist nur garantiert ohne Wetterboost. Und so wie das Wetter aussieht,
denke, es gibt weiter Boost. Nice. Ja, ansonsten euch viel Spaß, viel Erfolg beim Gecko C-Day, weil diesmal findet der C-Day einfach so spät statt. Mal schauen, wie das ankommen wird, die neue Uhrzeit. Wie gesagt, bei mir direkt erster Versuch, nicht so gut. Aber ich werde jetzt noch meinen Gecko-Bohr maxen, nicht entwickeln, nur maxen. Wobei, nee, ich habe schon einen. Ah, ich muss mal kurz reinschauen. Ich habe zwei Gecko-Bohr, einen habe ich eigentlich, glaube ich, schon entwickelt. Den können wir maxen. Und den ich noch über habe, dann später beim C-Day entwickeln. Oh Mann, wir können gar nichts pushen, weil ich habe gar nicht genug Bonbons. Das können wir erst nach dem C-Day machen. Auf jeden Fall C-Day auch noch. 15 Uhr, nicht vergessen, Leute. Glück sei an. Und dann aufsteigen mit den ganzen Freunden. Auf jeden Fall dieses Mal nicht um 11 Uhr zünden, sondern 15 Uhr, wenn das Event anfängt. Ich stecke auf mit allen, also Grüße gehen raus an alle Freunde auf dem Client, auf dem Main. Am besten macht ihr dann auf, weil ich habe mehr als 20 Leute. Dementsprechend am besten, wenn ihr ein paar Sachen aufmacht, damit ich dann alle durchbekomme. Ah, und ansonsten, wie gesagt, euch viel Glück, viel Spaß beim Gekka Boss C-Day. Und schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zum Crest Day. Erstens das Pokémon, zweitens die Uhrzeit oder die Länge des Events. Findet ihr das gut oder fehlt euch der Bonus? Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.